1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche, die ein bisschen kürzer ist durch den Feiertag morgen. Aber schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da, wie ihr seht und hört. Und wir haben wie immer montags eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Thomas und Thomas ist 38 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich an, eigentlich aus aktuellem Anlass, Tag der Deutschen Einheit. Ja. Haben wir jetzt, ne? Heute schon? Richtig, ja, genau. Ja. Weil ich bin damals kurz vor der Wende, also ich hätte die Wende beinahe nicht erlebt, weil ich 89, 6 Monate im Armeeknast in Schwedt gesessen habe. Sechs Monate? Und bin dort massiv sexuell missbraucht worden. In einem damaligen DDR-Knast noch? Genau. Sexuell missbraucht worden? Ja. Von wem? Ich bin dort massiv gequält, aufgrund meiner Homosexualität massiv gequält und vergewaltigt worden mehrfach. Von wem? Von Vorgesetzten. Von Vorgesetzten? Ja. Vergewaltigt worden von Vorgesetzten? Ja. Mhm. Und zwar waren wir ja oft draußen zu Arbeitsdiensten. Mhm. Also die haben von meiner Homosexualität gewusst und das war natürlich in der Armee nicht so sehr angesehen. Ja, bevor du das jetzt erzählst, sag mir noch kurz, weswegen du im Knast warst, saßt. Ich hatte ja zum einen ein paar Kapriolen geschossen, im Alkohol, sage ich mal. Ich hatte Unfall gebaut und habe damals ja ein paar Sachen gemacht und ich hatte ein sehr vorlautes Mundwerk, also ich habe mir nicht alles gefallen lassen. Du hast ein paar Sachen gemacht, was für Sachen? Naja, ich habe zum Beispiel einen Unfall gebaut und habe unter anderem mal ein Fahrrad geklaut unter Alkoholeinfluss und ja, wie gesagt, hatte ein sehr lautes Mundwerk. Ich habe Gedichte geschrieben, die sehr kritisch waren mit der ganzen Situation damals, auch in der DDR und auch in der Armee. Also staatskritisch auch waren? Richtig, ja. Und so, dann warst du in diesem Knast. Und ich habe mich geweigert, diese Einwilligung zu unterschreiben, für die irgendwas rauszukriegen. Für die irgendwas rauszukriegen? Also für die Stasi zu arbeiten, oder was? Nee, genau. Also ich sollte draußen im Wohnheim mich ein bisschen umhören und ein paar Sachen erzählen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich außerhalb der Kaserne gewohnt habe. Ach so, die Stasi war auch innerhalb der Knäste aktiv? Nee, das war ja vor dem Knast noch. Ach, das war vor dem Knast noch. Du hast mich gerade gefragt, warum ich da reingekommen bin. Und ich verstehe. Die Gründe, die vorher eine Rolle spielten. Und irgendwann hat es denen gereicht und die haben mich dann nach Schwedt geschickt. Ja. Für ein halbes Jahr. Und wie gesagt, die wussten aus meinen Unterlagen, dass ich homosexuell bin und haben mich erstmal mehr oder weniger verliehen, verkauft, wie auch immer, an andere Mithäftlinge. Die Vorgesetzten. Den Druck abbauen können. Die Vorgesetzten haben dich verkauft an andere Mithäftlinge. Haben das also breit getreten. Ich muss dich immer ein bisschen unterbrechen, sonst verstehe ich das alles nicht. Was haben die Vorgesetzten von den Mithäftlingen bekommen, wenn du sagst, die haben dich verkauft? Weiß ich nicht, was sie bekommen haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Leute gezielt zu mir geschickt haben, die irgendwo Druck hatten oder die, wo sie wussten, dass die, weiß ich nicht, dass die besonders brutal sind oder so. Also könnte es sein, dass die natürlich dann nicht großartig was gekriegt haben, sondern dass es eine reine Schikane war? Richtig. Um dich zu quälen? Ja, denke ich schon. Und also die ganz gefährlich wurden dann, es gab einen bestimmten Vorgesetzten, der den Arbeitsdienst auch geleitet hat draußen, der uns draußen beaufsichtigt hat. Und der hat es mehrfach ausgenutzt, dass er also auch Situationen gesucht hat, wo er mit mir alleine sein kann. Oder eben mit anderen Mithäftlingen dabei, die das hinterher auch verschwiegen haben. Und das ging... Moment, der hat Situationen ausgenutzt, wo er mit dir alleine war, um dann dich zu vergewaltigen? Genau, um mich
zu quälen, vergewaltigen zu können, um mich aufgrund meiner... Das heißt, dieser Mann war auch homosexuell? Auch nee, schwul? Sicher nicht, aber er war sehr sadistisch veranlagt. Ja gut, aber wenn er nicht auch irgendwie diesbezüglich veranlagt ist, dann vergewaltigt er dich doch nicht. Vielleicht kann ich so nicht beurteilen, aber er... Also der misshandelt dich vielleicht oder der vergewaltigt dich doch nicht, wenn er nicht auch irgendwie innerlich etwas schwul oder bi gepolt war. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Und das, also ganz massiv geendet hat das dann so weit, dass ich irgendwann, dass die eine Scheinbeerdigung inszeniert haben. Für dich? Für mich, ja. Das heißt, dass ich also mein eigenes Grab schaufeln musste und dass ich also da auch drin gelegen habe und die auf mich rauf uriniert haben und Geschichten alles. Du musstest dich in ein Grab hineinlegen? Ich musste es auch selber schaufeln und mich da reinlegen. Und dann haben die auch Vorgesetzte? Na ja, zwei waren immer dabei, also zwei bestimmte Vorgesetzte. Haben auf und dich? Eben Mithäftlinge, die im Vertrauen der Vorgesetzten standen, sage ich mal. Da lagst du in dem Grab und die haben auf dich drauf uriniert. Ja. Das hast du wie lange aushalten müssen, das Ganze? Also nach dieser Scheinbeerdigung war es relativ schnell vorbei. Ich muss zum einen sagen, ich habe es nur ausgehalten, weil ich die ganzen 6 Monate von jemandem mit einem Medikament versorgt wurde, was mich ziemlich weggedröhnt hat in der Zeit. Ich habe es jetzt nicht so schnell rechnen können. Bist du quasi erlöst worden durch die deutsche Einheit? Nein, ich bin kurz vorher erlöst worden, weil die haben mich nach dieser ganzen Geschichte, haben die mich sehr, sehr schnell also ins Lazarett bringen müssen, weil ich körperlich nicht mehr konnte. Ah ja. Ich habe auch versucht, mich mit diesem Medikament umzubringen nach dieser Scheinbeerdigung. Ja. Und dann hat man mich sehr schnell innerhalb von 3 Wochen, da das alles so am Auflösen war, im August 89, hat man mich sehr schnell aus dem Lazarett, erst aus dem Lazarett, dann aus der Armee auch entlassen vorzeitig und hat das alles totgeschwiegen. Ja. Weil meine Armee, meine Klasse gibt es auch in keiner Akte mehr, die ist verschwunden. Das heißt, du konntest später keine Anzeige erstatten? Nee, konnte ich es nicht, habe ich auch nie dran gedacht. Warum? Weil ich habe lange Jahre verschwiegen. Bei mir ist das erst dieses Jahr, Anfang diesen Jahres wieder hochgekommen. Ach so. Ich habe die letzten 16 Jahre überhaupt nie daran gedacht, in irgendeiner Form. Weil es hat mehrfach Missbrauch gegeben, auch vorher schon. Aber ich hab's einfach weg. Ich hab's weggesoffen, muss ich ehrlich sagen, jahrelang, Jahrzehnte. 20 Jahre. Wie kam das jetzt? Durch was ist das dann wieder so richtig hochgekommen bei dir und du hast angefangen? Ich wollte jemandem helfen und in einem Selbsthilfe-Chat. Und der hat mir seine Geschichte erzählt und das hat bei mir einen Film ausgelöst, der nicht mehr zu stoppen war. Mhm. Weil selbst wo der in Sicherheit war, lief bei mir der Film weiter. Das heißt, all die Menschen, die das zu verantworten, sind ungeschoren davon gekommen? Vermutlich. Wenn sie nicht von anderen angezeigt worden sind. Vermutlich. Mhm. Also außer der Erste, der mich als Kind mal missbraucht hat, der ist damals schon verurteilt worden. Aber ich denke, die aus der Armeezeit sind mehr oder weniger ungeschoren davon gekommen, weil das, wie gesagt, nirgendwo auftaucht. Das heißt, deine Erinnerungen an die DDR sind der absolute Horror? Größtenteils. Absolut, weil ich bin auch ziemlich schnell danach verschwunden. Also ich bin noch über Prag ausgereist, einem der letzten Züge über Prag. Mhm. Weil ich da nicht mehr ausgehalten habe. Also wenn man so geballt eine psychische und auch körperliche Folter erfahren hat, und das hast du ja, wie du es gerade geschildert hast, hat das natürlich seine schweren Spuren hinterlassen in deiner Psyche. Hätte ich nie geglaubt, aber habe ich dies ja sehr deutlich gemerkt, weil ich war 9 Monate in einer ziemlich heftigen Krise, also mit Psychiatrie, mit erneuten Suizidversuch Anfang diesen Jahres. Ja. Glaube ich, wundert mich überhaupt gar nicht. Und wäre ohne Therapie auch nicht rausgekommen. Bist du denn im Moment auch noch in einer Therapie? Ich bin nach wie vor in Therapie. Also ich war stationär Mitte des Jahres im Juni. Ja. Und Gott sei Dank war ich stationär, habe mich da auch gegen den Willen der Ärzte der Psychiatrie durchgesetzt, weil bin ich heute noch sauer drüber, die haben mir abgeraten von der Therapie. Ja. Und ich habe sie aber trotzdem gemacht, diese Traumatherapie, und bin sehr, sehr froh drüber, weil heute kann ich drüber reden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon ein Erfolg auch ist, dann so etwas in einer solchen Sendung wie hier zu erzählen. Ist für mich absolut, ja. Das glaube ich, das finde ich auch toll, mein Kompliment. Das wäre sicher vor einigen Jahren nicht möglich gewesen. Nee,
Überhaupt nicht. Mhm. Also ich bin, es ist wirklich nur möglich, da ich zum einen seit 3 Jahren trocken bin, also keinen Alkohol mehr trinke. Mhm. Und zum anderen, dass ich wirklich diese Therapie gemacht habe, weil ich habe in der Zeit vor der Therapie angefangen, eine große Webseite, also mich auch in der Öffentlichkeit im Internet zu öffnen und so weiter, in verschiedenen Foren und mit einer eigenen Webseite. Ja. Und habe mittlerweile auch ein relativ großes Hilfsnetz auch für andere, einfach um anderen zu zeigen, okay, es geht und es hilft auch. Ja, das finde ich auch eine gute Sache, weil du mit deinen Erfahrungen natürlich sehr glaubwürdig bist, anderen Menschen gegenüber, die Ähnliches erleben oder erlebt haben. Ja, zumal ich weiß, wie viel Angst ich vor dieser Therapie hatte und die auch berechtigt war, weil die war natürlich 1000-mal anstrengender wie damals die Suchttherapie. Ja, ja. Also es war ein richtig hammerhart. Ja, also ich finde diese Geschichte insofern auch wichtig, dass man so etwas natürlich erzählt, weil es ja immer wieder und immer wieder Tendenzen gibt, die DDR zu verklären. Es war eine Diktatur, es war die zweite Diktatur auf unserem auf deutschem Boden und es sind unfassbar schlimme Dinge passiert in dieser Zeit. Und du bist jetzt einer der Opfer. Es tut mir sehr leid, was dir passiert ist, aber ich freue mich, dass du irgendwie jetzt doch den Dreh zu kriegen scheinst und dass es dir besser geht, dass es bergauf geht. Ja, Gott sei Dank. Lieber Thomas, kann ich dir denn noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten oder bist du so gut versorgt, dass du sagst, das brauche ich gar nicht? Ich denke, ich bin im Moment gut versorgt. Ja. Aber was ich möchte auf jeden Fall mal ein Kompliment machen für deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Freut mich wirklich sehr. Ja. Dann wünsche ich weiterhin alles Gute, damit es weiter bergauf geht und ein gutes Leben, eine gute Zukunft. Danke dir. Tschüss, Thomas. Jo, tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr gerade reingeschaltet haben solltet, hier ist 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen, hier ist 1 Festival mit einer Live-Telefon-Talkshow und wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt hier, völlig egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Wir haben heute eine freie Themennacht, wie gesagt, und ich bin gespannt jetzt auf den Alexandros. Das klingt aber griechisch, kann das sein? Ja, genau. Hi. Hallo. 17 bist du? Ja, 17, genau. Alexandros. Um was geht's denn bei dir, mein Lieber? Ja, bei mir ist das Problem, sag ich jetzt mal, mein Opa ist am Freitag, war das, verstorben. Mhm. Letzte Woche. Letzte Woche, ja. Ja. Und eigentlich kurzfristig, sag ich jetzt mal, so, weil ich wollte noch auf eine Party. Ja. Und gerade kam dann der Anruf, wo ich gerade aus der Tür war. Ja. Ja, Alex, dein Opa ist gerade gestorben. Ist der Opa hier in Deutschland gestorben oder in Griechenland? Ja, nee, also dazu komme ich ja noch. Ja. Und zwar, meine Mutter ist Deutsche. Ja. Und mein Vater ist Grieche. Mhm. So, und es war eigentlich immer so eine, ja, wie soll ich sagen, eine kritische, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Eine Spannung zwischen den beiden? Nein, nicht das unbedingt. Also es war mehr so, ich war auf jeden Fall auf der griechischen Seite, habe ich mich viel wohler gefühlt. Mhm. Auch heute immer noch natürlich. Mhm. Aber ich habe das Gefühl so, jetzt, ich hatte immer eine Verbindung zu meinen Großeltern überhaupt, jetzt zu meinen deutschen Verwandten. Mhm. Nur das war immer so ein, ich habe mich als Grieche gezeigt so. Und ich habe gemerkt so, dass das ist einfach einfach nicht irgendwie, dass ihm das nicht so passt, kann man jetzt nicht sagen, aber... Aber so ein bisschen übel aufgestoßen. Ja, genau, genau. Dass zum Beispiel am Geburtstag oder so komme ich dann mit so einem Griechenland-Oberteil an und ja, wo alle schön angezogen sind und dann nur als Beispiel provokant jetzt. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, ja, genau. Ja. Und so, jetzt aber zu dem Opa, das ist der griechische Opa gewesen. Nee, das ist der deutsche. Ach, das ist der deutsche Opa. Ja, ah. Genau. Verstehe. Dann übrigt sich die Frage auch, Griechenland oder Deutschland, dann natürlich in Deutschland. Wie war denn dein Verhältnis zu dem Opa? Man kann gut sagen, gut, aber gut auf die Weise, dass man sagen kann, in Griechenland gibt man sich einen Kuss auf die Backe, sagt man seinem Opa Hallo, eine dicke Umarmung. Da hat man heute hier, also bei der deutschen Seite jetzt, hat man sich die Hand gegeben. Also, und ich bin ziemlich eigentlich so, in der Sache ziemlich, zeige ich viele Gefühle, so, wenn man jetzt... Ist der Opa plötzlich gestorben? Nein, also er ist an Lungenkrebs gestorben. Wie alt ist er geworden?
da muss ich jetzt überlegen, 72 oder 74, ich bin mir aber nicht sicher, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Da sieht man zum Beispiel, also... Wohnte er denn bei dir in der Gegend? Ja, also... Ja. Hast du ihn denn ab und zu im Krankenhaus mal besucht? Wenn er im Krankenhaus gelegen ist? Das wollte er nicht, weil... ich weiß, also meine Mutter meinte zu mir, also ich wollte ihn besuchen gehen, nur er von seiner Seite aus wollte es nicht, weil er wahrscheinlich so schlimm aussah durch die Krankheit, dass er es einfach nicht wollte. Er meinte zu uns, dass wir ihn einfach in guten Gedanken behalten sollen. Ja. Jetzt ist mir noch nicht ganz klar, Alexandro, worauf du hinaus willst. Ja, das ist, ich fühle mich einfach, unwohl kann ich nicht sagen, schlechtes Gewissen kann ich auch nicht sagen, einfach irgendwas verpasst zu haben, weil ach so. diese Weil du dich zu sehr so auf die griechische Seite geworfen hast. Genau, das jetzt. Und nun ist der Opa tot, nun kann man da nichts mehr machen. Und du vielleicht dir jetzt so ein bisschen die Vorwürfe machst, dass du zu wenig auf ihn eingegangen bist. Ist das so richtig zu verstehen? Ja, genau. So kann man es ungefähr sagen. Mhm. Ja. Also weißt du, erstmal vorab, ich weiß ja nicht, wie sehr du das übertrieben hast, aber im ersten Moment kann ich das ja irgendwie verstehen. Du kommst aus der Pubertät raus, da ist man ja vielleicht auch ein bisschen auf Opposition und dass man da eher lieber so dieses Exotische in einem raushängen lässt, ist ja auch noch relativ nachvollziehbar. Du bist ja erst 17 Jahre alt. Wenn du das jetzt durchziehen würdest, bis du richtig erwachsen bist, dann fände ich das auch schon ziemlich blöd, aber so. Wie ist denn das mit deiner, lebt die Oma denn noch? Ja, die Oma lebt noch, also... Wie ist das Verhältnis? Gut, also eigentlich relativ gut, sage ich jetzt mal. Also irgendwo ist dir ein schlechtes Gewissen, ich hätte mich mehr auf den Opa einlassen müssen. Ja, einlassen kann man nicht sagen. Mehr reden. Ja. Oder ich hätte ihn nicht so ärgern, so provozieren sollen. Ja, sozusagen ungefähr, weil es ging mir einfach seit Freitag, ich weiß nicht, ich traue nicht nach ihm, ganz ehrlich gesagt, ich traue nicht nach ihm, ja, also, aber einfach dieses, weil er war kein schlechter Mensch. Und wie kommt es, dass du nicht trauerst, wenn es dein Opa war und du sagst, du hättest ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt, dann ist man doch auf jeden Fall traurig. Ich bin traurig in der Hinsicht, weil ich andere Menschen weinen sehe, darüber mache ich mir Gedanken und das macht mich traurig, aber ich sag mir immer so, weil ich glaube ziemlich fest an Gott, ich bin ziemlich religiös und da sage ich mir immer, hoffentlich, wenn er qualvoll gestorben ist, wie jetzt mein Opa beispielsweise, da sage ich mir immer, hoffentlich, wo er jetzt hinkommt, egal, Paradies, Himmel, hoffentlich geht es ihm da besser und kann da seine Zeit wunderschön verbringen. So. Also wenn du das Gefühl hast, was versäumt zu haben mit dem Opa? Nicht versäumt, einfach dieses... Wir müssen das schon ein bisschen rausfummeln. Versäumen nicht, etwas falsch gemacht zu haben. Ja, falsch gemacht, das ist so schwierig zu erklären. Ihn zu wenig geachtet zu haben. Ja, genau, sozusagen. Wären meine griechischen Großeltern hier gewesen, glaube ich, wäre ich jedes Wochenende da. Ich war jetzt vielleicht alle zwei Monate mal bei meinen Großeltern, die wohnen hier um die Ecke, ja. Ja, weißt du, du musst vielleicht auch respektieren, dass deine deutschen Großeltern andere Traditionen haben als deine griechischen Großeltern. Mhm. Und das ist immer sehr schwer zu sagen, die einen Traditionen sind besser als die anderen. Ja, da muss man schon Respekt haben vor beiden Traditionen. Und wenn einem das eine vielleicht auch ein bisschen näher liegt. Aber nun ist dein Großvater gestorben. Ja, ich meine, was bleibt jetzt zu tun? Jetzt bleibt für dich zu tun, zu überlegen, wie verändere ich vielleicht meine Einstellung und mein Verhalten? Beispielsweise auch der Oma gegenüber. Dass du daraus auch jetzt lernst. Das kannst du ja auch als Chance jetzt sehen, den Trauerfall. Dass du vielleicht immer ein bisschen drüber nachdenkst, vielleicht habe ich es ja auch ein bisschen übertrieben in der letzten Zeit. Vielleicht soll ich mich ein bisschen auch mehr mal auf die konzentrieren und mich ein bisschen einstellen auf die. Ja, zum Beispiel jetzt, also wenn ich jetzt meinen Vater als Beispiel nehme, das ist hier dieser typische Grieche, dieses Wilde, sag ich jetzt mal, und dann Weihnachtsessen oder sonst was, da ist er natürlich ein bisschen immer so wilder und nicht so immer, isst auch mal mit der Hand, sag ich jetzt mal, irgendwie, wenn, beispielsweise, und da hat man gemerkt, da hat man, ich weiß nicht, es macht mir einfach, glaube ich, Sorge, dass irgendwie beide Familien so voneinander
sich immer mehr entfernen, sag ich jetzt mal. Und jetzt hast du die Chance als junger Kerl, der vielleicht das ein bisschen jetzt sieht oder wittert, was da los ist. Jetzt hast du ja die Chance, etwas zusammenzuführen, zumindest durch dein Verhalten. Du hast die Chance, du hast es in der Hand. Und vielleicht ist der Tod deines Opas jetzt für dich das Zeichen. Das ist dieses Ausschlaggebende. Da ist jetzt der Groschen gefallen, weil aber dann ist es doch gut. Es kann jetzt einer nach der Reihe umfallen und es ist trotzdem nichts passiert und es war immer noch so wie vorher. Und jetzt mach etwas. Veränder etwas dein Verhalten. Damit du, wenn du älter bist, in 10 Jahren oder in 15 Jahren sagen kannst, ich habe vielleicht vorher Fehler gemacht, aber danach habe ich mich bemüht. Und das ist das Wichtigste im Leben. So würde ich sehen, Alexander. Ja. Dann wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Dankeschön, Daniel. Mein Lieber, gut. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Manuel ist hier. Manuel ist 25. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Manuel. Und was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's bei mir darum, dass ich seit fast 6 Jahren unter Hyperhidrosis leide. Was ist das? Das ist nennt sich übermäßiges Schwitzen. Ah, wie heißt das? Hyper? Hyperhidrosis. Hyperhidrosis. Genau, das ist der Fachbegriff sozusagen. Übermäßiges Schwitzen. Genau, und das kann an verschiedenen Stellen auftreten, an den Händen, an den Füßen, ja, unter den Armen. Und bei mir ist es eigentlich nur unter den Armen und das sehr extrem. Wann passiert das? Das passiert einfach so. Also es ist natürlich so, wenn man aufgeregt ist, ist es extremer. Wenn man nervös ist, dann ist es jetzt, immer extremer. Jetzt im Moment auch zum Beispiel? Also ich habe eben schon gesagt, ich habe jetzt im Internet was gefunden, was mir bis jetzt geholfen hat. Ich nehme es jetzt ungefähr seit 1,5 Monaten. Ah ja. Also direkt geholfen nicht. Also es ist so eine Art Deo-Spray. Ja. Dass man sich dann eben halt an die betroffenen Stellen sprüht. Ja gut, aber das unterdrückt vielleicht den Geruch, aber der Schweiß ist ja eh da. Oder unterdrückt es auch den Schweiß? Es unterdrückt auch den Schweiß. Ah ja. Bis jetzt. Ich weiß allerdings nicht, wie das ist, wenn ich das jetzt über eine längere Zeit anwende oder... Ja, also dieses Gespräch jetzt, das ist ja eine Stresssituation, das wäre ein Klassiker. Genau, ich kann mich noch an, vor einem Dreivierteljahr oder ein Jahr erinnern, dann würde ich hier jetzt sitzen... Schweißgebadet. Schweißgebadet, genau, richtig. Stelle ich mir sehr, sehr lästig so im allgemeinen Alltagsleben vor. Genau, im normalen Alltagsleben, ob privat oder beruflich, das hat mich sehr stark belastet. Was machst du beruflich? Ich habe im Moment, Gott sei Dank, wieder Arbeit gefunden, seit ungefähr 1,5 Monaten. Ja. War... Was als was? Im Einzelhandel. Im Einzelhandel. Genau. Das heißt, da hast du mit Kunden zu tun. Genau, richtig. Da können Kundengespräche geführt werden. Unter Umständen ist es auch irgendwie ein bisschen anstrengend für dich. Ja, und schon hast du die großen Schweißflecken am Hemd. Genau, und das war auch so. Ich hatte bis Mitte November letzten Jahres auch im Einzelhandel gearbeitet, was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und da hatte ich, da war es noch sehr extrem und schlimm. Und da war es dann auch eine Zeit, wo ich eben schon gesagt habe, wo ich dann auch sehr viel, auf Deutsch gesagt, Scheiße gebaut habe. Was heißt das, Scheiße gebaut? Ja, also ich bin dann, dadurch, dass ich das halt hatte, oder immer noch habe, die Hyperhidrosis, und vorher, bevor ich da angefangen bin, im Einzelhandel, auch sehr lange arbeitslos war. Ja. Bin ich dann angefangen, in Spielhallen zu gehen. Ach so. Also zu spielen. Und weil vorher habe ich mich schon mehr und mehr abgekapselt von der Außenwelt. Bin nicht mehr weggegangen, bin nicht mehr rausgegangen. Und das hängt zusammen mit dieser extremen Schweiß... Mit diesem extremen Schwitzen. So eine Auswirkung hat es gehabt, dass du dich abgekapselt hast, weil du dich geschämt hast für den Leuten? Genau, unter anderem. Ja. Und ich habe mich natürlich selber auch nicht wohl gefühlt. Ja. Das ist ja ganz klar. Warst du spielsüchtig? Ging es so weit? Ich dachte es. Ich habe es ein paar Monate gemacht, habe dann aber nach einer Zeit gemerkt, weil ich habe es nach einer Zeit meiner Familie erzählt. Und dann auch ein sehr langes Gespräch mit meiner Familie darüber geführt und habe dann auch Anfang diesen Jahres eine Therapie angefangen. Die habe ich dann aber nach einer Zeit abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht wirklich was bringt, noch selber gemerkt habe, dass ich nicht wirklich spielsüchtig bin, weil ich bin da jetzt schon seit... Also die Gefahr ist gebannt? Die Gefahr ist gebannt. Das, erzähl mir noch mehr zu dieser Erkrankung. Weiß man, woher die kommt? Nee, weil, das ist das Problem. Wie gesagt, ich habe mich... Kam die von heute auf morgen? Von heute auf morgen würde ich nicht sagen. Also es fing langsam an. Von Tag zu Tag wurde es immer mehr mit dem Schwitzen. Um es vielleicht noch deutlicher zu machen, dass man schon mal so nass unter den Armen ist, wenn man aufgeregt ist, haben ja alle Leute schon mal erlebt. Genau. Wie stark ist es denn bei dir? Tropft der Schweiß richtig runter? Ja, der tropft richtig runter und läuft richtig an den Seiten am Oberkörper runter. Das heißt, es ist nicht nur ein kleiner Fleck unter dem Hemd, sondern das
Unter Umständen ist, ist der ganze, die ganze Innenseite des Hemdes nass. Ganz genau, richtig. Mhm. Riecht das denn auch dann immer stark? Ja, also ich sag mal so, ich habe schon Leute getroffen, die stärker riechen und nicht so stark geschwitzt haben wie ich. Mhm. Das also schon, ist es schon gerochen hatte schon. Ja. Du sagst hauptsächlich unterm Arm, aber es kann auch auf der Brust, an den Füßen sein. Oder an den Händen, aber da ist es bei mir eigentlich so gut wie gar nicht. Ja. Da habe ich kein Problem. Also wie gesagt, nur unter den Armen. Wie oft, so in den extremen Zeiten, wie oft hattest du das denn? Jeden Tag. Es gab keinen Tag, wo ich nicht geschwitzt habe. Egal, ob Sommer 30 Grad draußen war oder Winter, ich sag jetzt mal minus 20 Grad. Ja. Hast du das auch, wenn du ganz entspannt zu Hause vor dem Fernseher sitzt? Nee, dann das nicht. Eben nicht. Also das ist doch überhaupt nicht. Da war ich dann wirklich, ja. Aber ist es doch ganz klar eine seelische Geschichte. Da habe ich auch gedacht, ja. Die mit Stress zu tun hat irgendwie. Ja, genau. Deswegen bin ich auch, habe ich auch eine Therapie angefangen und ja, dann wollte er natürlich auch von meinem Leben vorher was erfahren, weil wie ich vorher gelebt habe, wie gesagt, wo ich es noch nicht hatte, da war ich ganz normal weggegangen und alles. Und er meinte, dass wahrscheinlich irgendwas passiert sein muss, damit sowas entstehen kann. Und dass es wahrscheinlich tiefer sitzt. Aber weiter seid ihr nicht gekommen? Nee, weil ich dann gemerkt habe, ich habe mich da dann auch nicht wirklich drauf eingelassen, weil ich bin da nicht wirklich so ein Typ für. Mhm. Welche Auswirkungen hatte das? Du hast gerade schon gesagt, das wäre schon dramatisch, wenn du sagst, ich habe mich völlig abgekapselt, ich bin sogar fast spielsüchtig geworden. Genau. Wie war denn das so im Punkt Beziehungen? Hattest du oder hast du eine Freundin? Im Moment? Zum Beispiel, ja. Im Moment nicht. Im Moment nicht, aber du hattest schon eine. Ja, davor. Ach, davor? Davor hatte ich Beziehungen, ja klar. Das heißt, du hast jetzt 6 Jahre diese Erkrankung. Genau. Da warst du 19, mit 19 fing es an und seitdem hast du keine Beziehung mehr. Habe ich keine Beziehung mehr. Aus Scham? Ja, aus Scham, genau. Aus Scham. Also ich bin ein Mensch, der am Wochenende nicht gerne zu Hause sitzt, der auch unterwegs sein will und was erleben will. Und das hat mich natürlich sehr belastet, dass ich das dann in dem Sinne in Anführungsstrichen nicht mehr konnte. Und das hängt mir heute immer noch nach, weil ich war vorher, bevor ich das nicht hatte, sehr selbstbewusst und selbstsicher und alles. Und das hat mir das natürlich alles genommen. Hast du denn unangenehme Reaktionen, üble Reaktionen von Leuten erlebt? Nee, gar nicht, weil ich habe das immer versucht natürlich zu verstecken und habe es auch immer geschafft, so zu verstecken, dass es niemand gemerkt hat. Es hat wirklich nie jemand gemerkt und es kam nie irgendwelche Sprüche oder Reaktionen oder irgendwelche Anmerkungen. Aber ist das schon Wahnsinn, dass du deshalb sogar dann dich nicht traust, dich auf Mädchen einzulassen, auf Frauen einzulassen? Ja, ich traue mich ja schon. Ich will natürlich auch, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Und ich merke auch, dass ich jetzt mittlerweile wieder, nachdem ich dieses Mittel entdeckt habe, ein bisschen offener werde. Ja. Bloß, wie lange benutzt du dieses Mittel jetzt schon? Seit ungefähr 1,5 Monaten. Ah ja, und das ist aber bisher, ist es wirksam? Ja, bloß man muss es alle, 2 bis 3 Tage wieder verwenden. Das ist natürlich nicht das Problem, ne? Weil wenn man das dann... Nee, ich dachte, man müsste das ein paar Mal am Tag verwenden. Nee, das ist also eigentlich bisher ganz gut sozusagen. Also alle 2 bis 3 Tage verwenden und wenn man es natürlich nicht macht, dann... Hast du mit deinem Arzt mal drüber gesprochen? In der Regel ist das ja auch nicht so gut, wenn man den Schweißhaushalt des Körpers unterdrückt. Das verstopft doch wahrscheinlich jetzt die Schweißdrüsen, ja? Ne? Ganz genau. Aber dann muss sich ja die Spannung, die da existiert, ja irgendwie anders Luft machen. Das ist sehr gut, es ist ein kleiner Juckreiz da, ein kleiner Juckreiz, aber das ist auszuhalten. Interessanter wäre es natürlich, wenn man an die Ursache käme. Ne? Ja, das ist natürlich richtig. Ich selber habe vielleicht eine Vermutung, aber gut, ich habe mich da... Sag mal die Vermutung. ...in den Therapiestunden nicht wirklich drauf eingelassen. Sag mal die Vermutung. Ja, die Vermutung ist, das war vorher, hatte ich eine Beziehung, eine sehr intensive und wo ich auch bisher das erste und... einzige Mal in meinem Leben richtig verliebt war und das ist dann auseinandergegangen. Und da hatte ich mehrere Monate mit zu kämpfen, wenn ich da ganz ehrlich bin. Und danach war das? Es fing ungefähr ein halbes Jahr danach fing es an. Ja. Genau. Vielleicht. Ich meine, wenn du das schon so als Möglichkeit hinlegst, sollte man das ernst nehmen. Hat dich das dann mal so aus der Bahn gehauen? Kann ja sein. Weiß ich nicht. Der Körper reagiert ja bisweilen völlig unlogisch und irrational, dass er sich dadurch irgendwie bemerkbar macht bei dir. Ja, das kann natürlich sein. Also es wäre meine Vermutung und die einzigste Vermutung, wenn es irgendwie seelisch damit was zu tun hat. Aber immerhin, du hast den Fachbegriff schon genannt. Ist das ein Krankheitsbild in der Psychosomatik oder? Ja, also es,
Der, mein damaliger Psychologe hat natürlich gesagt, es liegt in der Psyche. Mhm. Und mein behandelnder Arzt hat natürlich gesagt, im medizinischen Bereich. Also der eine so, der andere so. Da habe ich gesagt, ja, es wollen beide Profit machen. Mhm. So habe ich dann gedacht. Also jetzt ohne ein Fachwissen diesbezüglich zu haben, würde ich mit einem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand auch sagen, das ist eine seelische Geschichte, die eine körperliche Auswirkung hat. Mhm. Warum auch immer das begründet ist, ne? Worin das auch immer begründet ist. Mhm. Jetzt versuchst du dein Wundermittel da aus, weiter. Wenn das aber dann irgendwie doch nicht funktioniert oder vielleicht andere Auswirkungen hat, wärst du denn bereit, dich nochmal in eine seelische, psychologische Behandlung zu begeben? Nicht wirklich, nee. Nee. Weil ich gemerkt habe, das ist absolut nichts für mich, weil ich kann mich da auch nicht wirklich richtig öffnen und will das auch nicht. Kann ich auch verstehen, muss ich dir sagen. Obwohl ich ja immer so sage, geh zum Psychologen. Ich kann es insofern verstehen, weil es schwierig ist, einen Gegenüber zu finden, was man ernst nimmt. Aber ich sag dir, wenn du dieses Gegenüber gefunden hast, ist das natürlich oftmals wirklich in vielen Fällen die Rettung. Mhm. Vielleicht bist du auch einfach an jemanden gestoßen, den du blöd findest. Wo die Chemie einfach nicht gestimmt hat. Kann ja sein. Ja, gut. Man hat das ja bei Ärzten hat man das ja auch, dass man da sitzt und denkt, nee, irgendwie, das geht hier nicht. Mhm. Funktioniert nicht. Und dann sitzt man bei einem anderen Arzt und denkt, guter Typ. Mit dem vertraue ich, dem erzähle ich was. Ja, ich kenne das auch, ist richtig. Ja. Und so ist das bei Psychologen auch, ganz genauso. Ich würde dir gerne mal doch, auch wenn du jetzt erstmal eine Antipathie hast, ich meine, das kann ja nicht schaden, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Zumindest mal so grundsätzlich. Du kannst es ja abbrechen, wenn du keinen Bock mehr hast. Ja gut, habe ich kein Problem. Ja. Manuel, dann machen wir das so, du legst bitte auf und die Sabine, so heißt meine Psychologin, hat ja nach dir, ruft dich an. Ja, okay. Ich wünsche, dass es besser wird. Ja, danke dir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist ja Feiertag. Das heißt, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind wir nicht hier. Da haben wir auch Feiertag. Ich sage euch schon mal unser Thema am Donnerstag. Wir hatten letzte Woche ja mit sehr schönem Erfolg das Thema, was Frauen wünschen, beziehungsweise was Frauen wollen. Wir haben über die geheimen Wünsche der Frauen gesprochen. Und da haben sich einige Jungs per Mail und so aufgeregt. Ja, wieso redet ihr immer nur über die Frauen? Die Frauen, die Frauen, die Frauen, die Frauen und die Frauen und die Frauen. Wir bleiben auf der Strecke. Da haben wir kurzerhand spontan entschlossen, gut, dann heißt unser nächstes Thema nächste Woche, was Männer wollen. Also diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema, was Männer wollen. Ich möchte mit euch Jungs reden über eure geheimen Wünsche, über das, was ihr vielleicht nicht gerne so ausdrückt oder vielleicht euren Freundinnen, euren Frauen auch noch nicht so gesagt habt, weil er es eben nicht so gerne sagt oder weil er vielleicht euch auch schämt. Hier können wir drüber sprechen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, was Männer wollen. Das ist unser Thema, heute ist unser Thema frei und hier ist die Sonja und Sonja ist 22 Jahre alt. Ich grüße dich, Sonja. Hallo. Hallo Sonja, was ist denn dein Thema? Ja, bei mir geht es um vieles eigentlich, in erster Linie ums Übergewicht. Ja, meine beste Freundin und ich sind stark übergewichtig und... Wie schwer bist du denn? Bitte? Wie schwer bist du denn? Ja, über 160 Kilo. 160 Kilo. Größe? 1,70. 1,70. Mhm. Ist schon ganz ordentlich. Ja, richtig. Kann man so sagen. Ja, deswegen sind wir auch in Behandlung, weil wir uns einfach gedacht haben, dass es nicht so weitergehen kann. Was für eine Behandlung ist das? Was macht ihr da? Wir sind seit einem halben Jahr in so einer Art Gruppentherapie bei einer Ärztin, bei einer Ernährungsberaterin. Ah, ja. Und ja, das Ziel ist eigentlich, das Magenband eben zu bekommen und damit das Übergewicht halt dann in den Griff zu bekommen. Also Magenband heißt, das wäre eine Operation, ne, wo der Magen dann irgendwie so ein bisschen verkleinert wird, genau, durch so zusammengetackert irgendwie wird, genau. dass der Magen kleiner wird und man einfach nicht so viel essen kann. Genau. Ja. Weil wir einfach vorher nicht geschafft haben mit Diäten und weil uns einfach alles so fertig gemacht hat, die Umwelt, sind auch deswegen aus der Kleinstadt in eine große Stadt umgezogen. Ah ja. Wie lange bist du denn schon übergewichtig? Ja, mein ganzes Leben. Ach so, du, als Kind war das auch schon so? Genau. Du bist da so reingewachsen? Ja. Ja. Und ist bei ihr eigentlich auch genauso. Also bei ihr fing es dann erst so in der Pubertät an, aber bei mir war es eigentlich wirklich seit meiner, Kleinkindalter. Ja, und der Grund war wirklich immer, dass du wirklich gut gefuttert hast.
Ja, und eine Zeitweise war es halt eben auch dieses sogenannte Frustfressen. Frustfressen, wenn man aus der Schule nach Hause kommt und fertig gemacht wurde und auch irgendwie so keine Freunde hatte, die einem Rückhalt gegeben haben. Ja, dann isst man gerne mal ein paar Schokoriegel mehr und noch eine Pizza oder weiß ich was, alles. Hast du denn in der Schule, bist du in der Schule auch gehänselt worden und ausgegrenzt worden deshalb? Ja, also sehr stark. Mhm. Besonders dann, als wir beide eben immer zusammen aufgetreten sind, ist es halt einfach ein krasses Bild, wenn so zwei stark Übergewichtige zusammen durch die Schule sind. Aber immerhin habt ihr beiden euch als Freundin gefunden, was ja auch schon mal ganz hilfreich ist. Ja, es ist hilfreich, ja. Da kann man, und jetzt zieht ihr zusammen auch diese Geschichte da auch durch mit der Therapie unter. Ja. Ja, und ja, es war halt einfach, wir sind, um aufs Umziehen zurückzukommen, wir sind aus einer Kleinstadt in eine große Stadt umgezogen, weil dieser psychische Druck von den Leuten in dieser Kleinstadt immer größer wurde und wir haben krasse Geschichten erlebt. Wir sind durch die Stadt gelaufen und wurden mit Essen beworfen. Und ach, in eurer Heimatstadt, in der Kleinstadt? Genau. Seid ihr mit Essen beworfen worden? Ja, und angespuckt worden und was waren das für Leute? Waren das eher jüngere Leute oder auch alte Leute, die das gemacht haben? Größtenteils jünger als wir. Und wir wussten uns aber auch nicht zu wehren. Also, ja, und die haben euch wahrscheinlich auch dann auch mit den entsprechenden Worten beschimpft. Richtig, genau. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt seid ihr in eine größere Stadt, eine Großstadt gezogen. Genau. Wo wohnt ihr jetzt? In welcher Stadt? In Berlin. In Berlin. Na gut, da kann man da... ist ja so viel los und da wird alles geduldet und... Genau, da ist da sind freier und ja... Was macht ihr denn vom Beruf? Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt so sage, dann, ja... Also es ist komisch, eigentlich machen wir ja soziale Arbeit für behinderte Kinder. Was ist daran komisch? Ja, naja, weil ich mich selbst oder wir beide sehen uns selbst als eigentlich ein bisschen... stört, sozusagen, dass man dann eben noch anderen helfen will. Achso, du meinst, weil ihr euch selbst nicht helfen könnt, wirkt das irgendwie seltsam, weil ihr anderen helft. Das finde ich gar nicht schlimm, das finde ich schon in Ordnung. Was ist denn euer Ziel? Du sagst, du bist jetzt ein 160 Kilo, hast du gesagt, wiegst du? Deine Freundin auch ungefähr so? Ja, 130 wiegt sie. Was ist, reden wir über dich, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin? Ja, mein Traumziel, also mein größtes Ziel wären erstmal, mich zu halbieren. Ja, ja gut, das ist natürlich schon doll, ne? Von 160 auf 80, das ist ja schon fulminant. Ja. 100 wäre ja schon toll, wenn du auf 100 kommst. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wann das letzte Mal das der Fall war. Wie ist das denn mit dem Magenband? Wann ist das denn geplant? Oder muss man da erstmal vorher ein bisschen abspecken, bevor man das gemacht bekommt? Wie geht das? Ja, Voraussetzung ist halt eben diese 6-monatige Therapie. Dann kann man, also wir haben jetzt vor 2 Wochen dieses Magenband beantragt und jetzt müssen wir halt eben nur noch auf die Kostenübernahme, auf die Kostenzusage der Krankenkasse. Und dann, aber das ist zu erwarten, dass die Kasse das zahlt. Es ist zu erwarten. Ja. In der Regel zahlen sie es eben, weil wir halt eben beweisen können, dass wir halt eben schon so viel gemacht haben und nicht langfristig geklappt hat eben. Und das heißt, ungefähr wann könnte da die OP dann anstehen? Also, die Ärztin meinte, womöglich noch dieses Jahr. Ja. Ich habe hier schon mit einigen Frauen gesprochen, die haben gute Erfahrungen gesammelt mit dem Magenband. Ich möchte es hoffen. Also, war es denn bei dir, Sonja, so, dass du wirklich auch, weil du selbst abnehmen möchtest, dich zu diesen Schritten entschieden hast, oder eigentlich eher so auf Druck der Umwelt, weil die Umwelt so auf euch oder auf dich reagiert? Eigentlich war es so, schon am Anfang, als ich noch in dieser Kleinstadt wohnte, wollte ich einfach wegen den anderen Leuten abnehmen und dass halt eben dieser psychische Druck wegfällt. Und mittlerweile ist es aber so geworden, dass ich für mich abnehmen möchte, weil wir beide uns halt immer mehr abgekapselt haben und wir hatten beide noch keine Beziehung. Kein Freund, kein Sex? Nein. Noch nix?
beide 22 Jahre alt und es ist noch nichts passiert. Wir haben zwar unsere Schule und alles erfolgreich abgeschlossen, aber so im Privaten ist... Ja, kann ich mir auch vorstellen, wenn ihr in eine Disco geht, dass ihr dann automatisch sofort denkt, die finden uns so unattraktiv, die Jungs. Und das hat gar keinen Sinn, sich einen auszugucken, weil der nimmt, es gibt so viele dünne Mädels, die als Konkurrentin auftreten, da hat man dann gar keine Chance. Genau. Ja, um dann auf das andere Thema noch zu kommen, deswegen sind wir halt auch eben an die Drogen geraten, weil uns das alles so fertig gemacht hat. Damals in dieser Kleinstadt, ja, gab es mehr oder weniger keine Drogen. Man hat sich halt mit Alkohol den Kopf zugeballert. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir halt eben auch Drogen nehmen, um das irgendwie, ja, zu ertragen. Es ist zwar besser geworden, da das halt eben eine große Stadt ist. Man fühlt sich auch wohler, man kann freier leben. Was für Drogen nehmt ihr denn? Ja, eigentlich fast alles. Es hat angefangen mit Gras und letztendlich Koks, Speed. Also auch schon die harte Fraktion. Ja. Viel? Oft? Nehmt ihr es oft? Also Gras täglich. Und Koks war eine Zeit lang richtig, seit Januar war die Zeit ziemlich krass. Also so, auf der einen Seite eben diese Drogen und auf der anderen Seite will man sein Leben irgendwie in den Griff kriegen. Wie Kokain ist ja auch eine sehr teure Droge. Wie finanziert ihr das denn? Also wir haben ja bis vor kurzem noch gearbeitet. Das war ein befristeter Vertrag. Ach so. Und jetzt sind wir praktisch arbeitslos. Und da ging es noch einigermaßen. Also ihr habt noch eine Frage zu der Arbeit. Ihr habt eine Berufsausbildung abgeschlossen. Genau. Ja, beide. Beide, genau. Und haben dann... ein Jahr gearbeitet und es war aber nur ein befristeter Vertrag bei uns beiden. Und da seid ihr jetzt raus. Genau, da sind wir jetzt raus. Ich meine, Sonja, ihr seid ja schon eigentlich auf einem tollen Weg jetzt. Ihr habt es geschafft, was ja auch eine tolle Sache ist, in eine andere Stadt zu gehen. Das ist immer schwer, wenn man von irgendwoher, wenn man von einer Kleinstadt in eine große Stadt kommt, das ist erstmal schwer, sich da zu etablieren. Dann habt ihr euch jetzt entschieden für dieses Programm und ihr habt euch entschieden für diese Operation. Das heißt, da ist ja richtig viel Willen da, das Leben zu ändern. Ja. Das Leben in eine andere, ganz andere Bahn zu bringen und die Chancen sind groß. Da bin ich sicher. Versaut euch jetzt diese Chancen nicht durch den übermäßigen Drogenkonsum. Bremse das ab. Das Problem ist, wir sind da relativ zwiegespalten. Auf der einen Seite ist halt eben, locken die Drogen und diese Rauschwelt, dass man nichts mehr mitbekommt. Und auf der anderen Seite möchte man sein Leben wieder in den Griff kriegen. Doch, pass auf, die Drogen, das ist eine absolute Scheinwelt. Da hast du vielleicht für eine kurzfristige Zeit... bist du ganz gut drauf, um hinterher noch mehr abzusacken, innerlich. Genau, das ist es. Aber wenn es dir gelingt und euch gelingt, und ich glaube, die Grundkonstellationen sind gut, wenn ihr euch wirklich verändert, das heißt, wenn ihr die Funde runterkriegt, dann steht euch eine Zukunft offen, die keine Scheinwelt ist, wo ihr wirklich neu anfangen könnt und wo ihr tausendmal schönere Sachen erlebt als mit irgendeinem bescheuerten Drogenrausch. Das müsst ihr euch jetzt einhämmern. Ihr seid jetzt schon auf gutem Wege. Macht euch das jetzt nicht kaputt. Die Gefahr besteht wirklich, wenn man in diese harte Drogenszene reinkommt, dass man so verführt wird von dem kurzfristigen Genuss. Aber danach kommt nur die Gosse, sage ich dir, nur die Hölle. Ja, ich weiß. Wir haben es ja schon irgendwie an einem eigenen Leib erfahren. Also wurden abgezockt, verarscht. Haben dann halt auch teilweise für 100 Euro Zeug gekauft, das dann Backpulver war. Und so, und irgendwann ist der Schritt auch nicht mehr weit, dann ist kein Geld da, dann macht ihr auch irgendwelche halbkriminellen Sachen, um an Geld zu kommen. Zieht bloß jetzt die Bremse. Zieht bloß die Bremse, macht das für eure Zukunft. Jetzt müsst ihr durchhalten. Gebt euch mal noch 2 Jahre. In 2 Jahren, dann bist ihr immer noch erst 24. Dann hast du die Chance, richtig durchzustarten und tolle Sachen zu machen. Ne? Ja. So, liebe Sonja, dann grüßt du mir herzlich deine Freundin. Mach ich. Ich wünsche euch beiden viel Kraft, das durchzuziehen. Ich glaube, ihr schafft das. Ihr seid ja auch zu zweit. Ihr könnt euch gegenseitig auch unterstützen. Ja. Lasst die Finger von den Drogen. Lasst sie von den Drogen, weil
euer ganzer Weg, den ihr da einschlagt, das macht's euch kaputt. Ja. Schöne Grüße und alles Liebe, Sonja. Okay, danke. Tschüss. Weiter geht's mit Sebastian und Sebastian ist 32 Jahre alt. Guten Morgen, Sebastian. So, und der Sebastian macht bitte mal den Fernseher. Oder das Radio ganz leise. Ja, hallo. So. Also ich grüße dich erstmal vom Herzen. Ja. Ich beobachte und höre deine Sendung so lange wie es geht und jedes Mal, wenn ich kann. Mhm. Also ich bin Baggerfahrer bei der Deutschen Bundesbahn. Aha. Und ich arbeite viel nachts und kann deine Sendung also verfolgen. Ah ja, das ist schön. Prima. Ja. Weswegen rufst du mich denn heute an? Ja, folgendes. Ich habe ein Problem, irgendwie, sage ich jetzt mal, mit meiner Frau. Ich bin selten, sage ich jetzt mal, mit ihr zusammen, weil ich viel für die Deutsche Bundesbahn arbeite. Also in ganz Deutschland, von München aus bis Hamburg, überall bin ich unterwegs. Mhm. Also von 30 Tagen habe ich vielleicht ein Wochenende frei. Oh, das ist wenig. Und, Sebastian, mach mal bitte den Fernseher, nimm den Ton mal ganz weg, sonst können wir nicht richtig reden. Alles klar. Ja. Also von 30 Tagen, also von einmal im Monat bist du quasi ein Wochenende zu Hause. Also ich bin viel unterwegs in ganz Deutschland. Ich war jetzt letztens in Rosenheim und ich habe von 30 Tagen vielleicht ein Wochenende frei. Wie lange seid ihr denn verheiratet schon? Bitte? Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? Seit 96. Ach, seit 96. Lange Zeit. Also ich habe sie kennengelernt mit 18. Und das geht jetzt schon die ganze Zeit so, dass du so viel unterwegs bist? Nein, also seit 2000, also ich war ganz normaler Baggerfahrer, überall so Tiefbau und so, was es so gibt. Und 2000 habe ich den Schein gemacht, dass ich für die Deutsche Bundesbahn im Gleis arbeiten kann, mit meinem Bagger. Ja. Ja, und seitdem schickt mein Chef mich also quer durch Deutschland. Und im Moment bist du auch irgendwo unterwegs und nicht zu Hause? Nein, ich habe heute frei. Ah ja, ah ja. Und ich habe mir gedacht, ich rufe dich heute mal an. Genau. So, was ist aber jetzt genau mit deiner Frau los? Ja, folgendes. Also wenn jetzt Wochenende sein sollte und ich habe frei, versucht sie mich mitzuschleppen in irgendeinen Saunaclub oder irgendwelche Thermen, wo man sich halt saunieren kann und sich halt nackt zeigen kann. Aber da geht nichts ab weiter. Nein, das nicht, aber ihre Vorlieben bestehen darin, sich irgendwo in Saunas nackt zu zeigen. Ja, ja, aber da, um es nochmal klarzustellen, das sind ganz normale Saunaanlagen, keine Sex-Sauna-Anlagen. Nein, genau. Also, sie hat Spaß daran, sich nackt... Wenn ich sagen würde, wir gehen jetzt in einen Sexclub oder Saunaclub, würde ich sagen, halt stopp, welche Fantasien schwirren in deinem Kopf rum? Ja, ja. Nein, das sind ganz normale irgendwie... sie hat Spaß daran, nackig sich zu zeigen. Genau, ja. So, das fing so vor 2-3 Jahren an. Ne? So irgendwelche Bäder, also jedes Mal, wenn ich frei habe, lassen schwimmen gehen. Was ist denn dann, ihr geht da hin? Ist das so für sie so das Vorspiel quasi? Und danach, wenn ihr zu Hause seid, geht's dann zur Sache, oder wie? Ja gut, also es entwickelt sich so. Ja? Im Nachhinein, also... Das Erste, was sie anstrebt, ist halt, dass wir, wenn wir frei haben, irgendwas zu unternehmen. Und meistens ist das halt, schwimmen zu gehen. Ja. Daraus wird Sauna. Ja. Ja gut. Und im Endeffekt sitze ich dann dort halt nackt mit meiner Frau in irgendeinem Sauna. Ja. Schuppen und sie lässt sich gerne von irgendwelchen wildfremden Männern anschauen. Mhm. Und sie geht nicht alleine in diese Saunaclubs, wenn du nicht... Also sie versucht mich halt mitzuziehen, ne? Ja. Sie sagt, komm, lass uns halt schwimmen gehen und in den meisten Schwimmbädern gibt es halt auch Abteilungen, wo man sich saunieren kann. Aber endet das immer dann, endet das immer damit, wenn ihr nach Hause kommt, dass ihr Sex miteinander habt? Nein. Nein? Nein. Das auch nicht mal das? Nicht mal das. Das heißt, du hast im Prinzip gar keinen Bock auf diese Saunageschichten, wenn du mal zu Hause bist? Und sie schleppt dich damit hin und mittlerweile ist das ein Problem für euch. Genau, also für mich. Für dich, ja. Ich meine, man könnte also ja sagen, wenn du... Ich habe ein Wochenende frei und dann möchte ich mich nicht unbedingt irgendwo in einem Saunaclub oder halt in eine Sauna setzen bei 90 Grad und mich da... Ist sie dir treu? Ja, doch. Ja? Wie ist denn euer Sexleben?
Gut. Ja, genau. Also trotz der wenigen Zeit, die du zu Hause verbringst, ist es dann doch gut. Ja. Ja. Wenn du jetzt nicht so selten zu Hause wärst, könnte man ja sagen, okay, komm, lass mal dem Mädel den Spaß, gehen wir in die Sauna mit ihr. Ich kann dich aber wiederum verstehen, wenn du sagst, ich bin nur ein Wochenende da und hab keinen Bock, jedes Wochenende dann, wenn ich zu Hause bin, in den Saunaclub zu gehen. Hast du ihr das denn so klar auch ins Gesicht gesagt schon? Habe ich ihr schon verständlich gemacht, ja. Was antwortet sie denn dann? Ja, also sie sagt sich dann halt, wenn du jetzt frei hast und dieses eine oder maximal zwei Wochenenden, lass uns mal unternehmen, ob wir jetzt irgendwelche Parks gehen, Theater, Kino oder sonstige Sachen. Hat sie mir halt vorgeschlagen, irgendwie was Aufreizenderes zu machen und halt irgendwie schwimmen zu gehen oder halt im Endeffekt in die Sauna zu gehen, um dort irgendwas zu erleben. Verstehe, also das kann man ja auch einmal mal machen. Hat sie dir denn erklärt, warum sie so scharf darauf ist? Hat sie dir mit ihren eigenen Worten das erklärt, warum sie so scharf darauf ist, unbedingt immer in die Sauna zu gehen? Nein. Hast du sie klar gefragt? Ja gut, ich habe sie schon darauf angesprochen und habe gesagt, was zieht dich dorthin? Mhm. Ne, also ich habe jetzt zweimal im Monat vielleicht maximal frei. Und, was hat sie geantwortet? Für sie wäre es dort ein Reiz, halt irgendwie ein Abenteuer zu erleben, was anderes, was Reizvolleres. Ist sie vielleicht darauf aus, ich meine, ich spekuliere jetzt nur mal so, ist sie vielleicht darauf aus, dass sich irgendwie so eine Dreier- oder Pärchenkonstellation ergeben könnte? Habe ich mir auch schon gedacht, ja. Dass sie da vielleicht Leute kennenlernt? Frag sie doch. Ja, also der Kontakt besteht nicht oder kommt nicht zustande, dass wir irgendwie mit irgendwelchen Männern oder Frauen ins Gespräch kommen, dass wir irgendwie was draus schließen können. Also das ich verstehe, aber sie spielt vielleicht mit der Fantasie, dass das doch eventuell passieren könnte. Ich glaube, Sebastian, du musst offener über euer Sexleben mit ihr reden. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da im Busch, was du nicht richtig weißt. Irgendeine Sehnsucht hat sie oder irgendwas... wabert da in ihr, was nicht klar ausgesprochen ist. Ja, wie soll ich sie denn verständlich machen, dass ich, also wenn ich jetzt mal... Nein, du sollst sie erstmal fragen, auf was sie letztendlich hinaus will. Ja. Das ist eine ganz wichtige Frage. Auf was will sie letztendlich hinaus, wenn sie immer in die Sauna geht? Ich denke mir, dass sie unheimlich der Reiz dahin zieht, irgendwelche Blicke auf sich zu ziehen, wenn sie sich halt nackt zeigt. Ja, vielleicht ist es noch viel, ist es doch noch mehr. Vielleicht ist es noch mehr. So, dann könnte sie ja auch alleine hingehen, wenn du nicht dabei bist. Ja. Sie könnte auch alleine in die Sauna gehen, wäre kein Mensch böse. Ja gut, also ich habe gesagt, du kannst meinetwegen auch alleine in die Sauna gehen, also an den Tagen, wo ich nicht da bin, ich habe nichts dagegen. Macht's aber nicht, ne? Also an den Tagen, wo ich mit dabei war, habe ich doch festgestellt, dass sie also ziemlich darauf ansetzt, die Blicke anderer Männer auf sich zu ziehen. Vielleicht will sie dich eifersüchtig machen. Vielleicht ist sie doch irgendwie unzufrieden mit dir und mit euch. Da musst du drüber reden. Irgendwas ist da im Busch. Ja, was soll ich denn verkehrt gemacht haben? Weiß ich nicht. Ich kenne euer Leben nicht. Deswegen musst du sie fragen. Ich weiß, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man lange zusammen ist, unter Eheleuten oder Freunden in Beziehungen so ganz, ganz offen über Sex zu reden. Das ist immer schwierig. Meistens, nicht immer. Aber über den Schatten musst du springen, um das rauszukriegen. Vielleicht ist vielleicht vermisst sie irgendwas. Oder sie hat irgendeinen geheimen Wunsch. Irgendwas ist los. Das musst du rauskriegen. Was kann ich tun? Fragen. Reden. Fragen. Und ihr das Vertrauen schenken, du kannst mir alles sagen. Lass uns einfach drüber quatschen. Und dann kriegen wir es vielleicht hin. Na ja gut, also, ich kann sie darauf ansprechen, einmal mir das zu offenbaren, was sie halt denkt. Weiß nicht, ob sie damit mir gegenüber so offen rüberkommt. Sollte sie. In Sachen Sexualität sollte man das in einer Partnerschaft tun. Sonst ist die Partnerschaft über kurz oder lang gestört. Vielleicht sind da schon Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Vielleicht hat sie auch Bock, mal in einen Swingerclub zu gehen. Wäre das für dich was? Nein, um Gottes Willen. Auf keinen Fall. Na gut, aber fragen kannst du sie ja mal. Vielleicht hat sie... Also es kann ja sein, dass sie irgendwelche Gelüste hat und sie schon ahnt, dass du radikal Nein sagst. Und sie sich das irgendwie jetzt so subtil da rausholt. Geh ganz offen in das Gespräch und sag ihr, pass mal auf, du kannst mir erstmal alles sagen. Ich wisch das nicht vom Tisch, ich lach dich nicht aus und ich bin doch nicht böse. Sag einfach, was du willst. Das habe ich dir auch schon nahegelegt. Also egal, welche Wünsche du hast oder Fantasien, man kann darüber reden. So musst du es normal machen. Und dann kriegst du das auch hundertprozentig raus, was dahinter steckt.
So, und wenn du nicht weiterkommst, telefonieren wir beide nochmal. Abgemacht? Das wäre super. Gut, Sebastian, wenn, dann melde dich bitte per Mail, dann geht's am besten, am schnellsten. Alles klar. Alles Gute, toi, 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 euch beiden. Okay. Tschüss. Bis dann. Bye. Tschüss. Hier ist Marina. Marina ist 19. Guten Morgen. Morgen. Hallo Marina. Um was geht's bei dir? Bei mir gibt es eben die Tatsache, dass ich vor 3 Wochen etwa das erste Mal meinen Vater seit etwa 10 bis 11 Jahren wieder gesehen habe. Das heißt, wenn ich jetzt ganz schnell rechne, du hast deinen Papa so mit 8 das letzte Mal gesehen? Genau. Warum? Ja, meine Eltern haben sich geschieden, wie ich etwa 1 Jahr alt war. Meine Mutter hat seitdem ich etwa wieder 9 Lebensgefährten. Ja. Und es gab damals eben wohl ein prägnantes Wochenende, an dem ich dort war, wo ich eigentlich erst gar nicht bei ihm bleiben wollte, nachher dann im Laufe des Wochenendes dann doch. Wie alt warst du da? Bitte? Wie alt warst du da? Das war eben so mit 8 Jahren. Mhm. Ja, und dann wurde dann bei mir zu Hause angerufen, darfst du denn noch eine Nacht länger bleiben? Und da haben meine Eltern halt, oder bei denen ich halt lebe, ne? Ja. Haben halt gesagt, nee, gibt's jetzt nicht. Es war das und das ausgemacht, weil es war irgendwie, ich weiß nicht, 7 Uhr sonntagsabends und 7 Uhr sonntagsabends sollte ich zu Hause sein. Mhm. Finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm. Und dein Papa wollte einfach, dass du noch ein bisschen länger bei ihm bleibst? Ja. Ja. Ich weiß nicht, es waren noch viele andere Sachen, aber auf dieses Wochenende beruft sich dann eben nachher ein Besuch beim Jugendamt, wo es dann hieß, wenn ich sie nicht das ganze Wochenende haben kann, will ich sie gar nicht haben. Also der Papa war beim Jugendamt und hat sich beschwert darüber, dass er sein Kind nicht so kriegen kann, wie er das möchte, und hat sich beschwert. Ja. So, und danach war dann Funkstille? Danach war so ziemlich Funkstille. Ich meine, es war auch vorher schon oft so, dass er sich nicht um mich gekümmert hat und meine Mutter mir irgendwelche Notlügen erzählt hat, von wegen, er muss länger arbeiten. Und hast du denn da nicht, ich meine, mit 8 Jahren kann man ja schon, hat man ein dickes Verhältnis zu seinen Eltern unter Umständen. Warst du nicht traurig, dass du dann keinen Kontakt mehr zu deinem Vater hattest? Doch, also es war immer so. Auch wenn ich dann im Laufe der Jahre, an meinem 12. Geburtstag hatte ich ihm gesagt, er braucht sich bei mir nicht mehr zu melden, weil ich einfach immer nur einmal im Jahr an meinem Geburtstag von ihm gehört habe und dann sagte, das reicht mir, das wühlt mich zu sehr auf halt, ne? Ja. Und ich habe eigentlich über Jahre immer gesagt, mein Vater ist ein Arsch, mit dem brauchst du mir nicht zu kommen, aber wusste eigentlich immer innerlich, irgendwann willst du noch mal sehen. So, und jetzt hast du ihn, du hast gerade gesagt, vor 3 Wochen wieder gesehen. Genau. Wo und wie und warum? Ja, ich hatte auch zu meinen Großeltern etwa ab dem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr, zu seinen Eltern eben. Mhm. Ja, und es kam dann irgendwie durch meine Cousine, von wegen, willst du dich nicht bei ihr melden, bei denen melden und tralala, und da hat dann ein großer Streit los abgebrochen. Und dann habe ich halt gesagt, naja, okay, ich gehe hin, bevor ich da jetzt irgendwie zum Buhmann gemacht werde von ihr. Und hast du dann deinen Papa getroffen? Nein, ich war dann erst bei meinen Großeltern. Mhm. Die hatten jetzt dann ihre goldene Hochzeit. Mhm. Ach so. Und ach dann so, kam so dann also wirklich so dieser Moment, was machen wir denn, wenn dann die goldene Hochzeit ist und du dann deinem Vater entgegentrittst? Und so kam es dann. Ja, es war, ich wollte mich bei ihm partout nicht melden, weil ich einfach gedacht habe, wenn, dann ist es seine Pflicht. Ich war immer ein Kind. Aber ihr habt euch dann auf der goldenen Hochzeit getroffen? Nee, wir haben uns eine Woche vorher getroffen. Vorher schon. Wie war es denn? Es war Wahnsinn. Wir standen uns gegenüber, wussten nicht, wie wir uns begrüßen sollen. Hast du dich gefreut? Ja, wohl. Es war aber auch gleichzeitig so ein absoluter innerer Schweinehund, den ich da überwinden musste. Ich bin mit dem Auto selbst dahin gefahren und saß dann also echt im Auto, habe alles ganz langsam ausgemacht. So, nur sind 3 Wochen vergangen. Ist jetzt schon ein bisschen ein Verhältnis wieder entstanden zwischen dir und deinem Vater? Doch, ja, denke ich schon. Und so der Wunsch und dein Traum ist auch, dass du wieder normalen Kontakt zu ihm hast? Normalen Kontakt, aber doch irgendwo auch auf einer freundschaftlichen Ebene. Also es ist zum Beispiel auch für mich das Problem, habe ich ihm auch schon gesagt, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, ob Papa oder bei seinem Vornamen. Ja, vielleicht bei seinem Vornamen wäre vielleicht auch ganz okay. Hat er dir denn so begreiflich machen können? Ich meine, solche Fragen stellt man sich als Kind ja dann. Warum er sich da nicht weiter um dich gekümmert hat in all den Jahren? Er war spielsüchtig und war mittlerweile dann eben auch in Therapie. Ah,
Und hatte deshalb praktisch wohl auch kein Interesse an mir und wusste auch nicht, was er mit mir anfangen sollte. Das erklärt schon einiges und entschuldigt vielleicht auch einiges Verhalten dann von ihm. Ja. Mensch, ist eine schöne Geschichte, Marina. Ja. Da gratuliere ich aber sehr, dass du deinen Papa wieder hast und nutzt jetzt auch die Chance, dann was Neues aufzubauen. Fast eine Freundschaft, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ja. Also, jetzt ist die Sendung gleich vorbei, aber wir haben ja noch reden können und ich freue mich für dich und wünsche dir und deinem Papa alles Gute, alles Liebe. Eine Sache möchte ich noch sagen, vielleicht mal so an alle Väter oder Kinder. Wir können nicht mehr, die Sendung ist einfach toll. Okay, Marina, ciao, tschüss. In der Technik war Gudrun Hausen.